Schönen guten Tag. Mein Name ist Ben Scherer, Auszubildender bei Mercedes Herbrand. Ich begrüße Sie in unserem Nutzfahrzeugkompetenzcenter in Krefeld-Fichtenhain und möchte Ihnen in diesem Video erklären, wie Mercedes es geschafft hat, ein Nutzfahrzeug hier anhand des eVitus zu elektrifizieren, ohne dabei auf Laderaum oder Komfort für den Fahrer verzichten zu müssen. Die Elektrifizierung basiert auf einem 85 Kilowatt starken Elektroakku, welcher Ihnen eine Reichweite zwischen 151 und 184 Kilometer nach WLTP zur Verfügung stellt für alle dienstlichen Fahrten. Der markanteste Unterschied beim eVito ist tatsächlich nur dieses kleine Schildchen. Warum? Weil auch bei der E-Variante die Designsprache weiterhin auf Funktionalität und Gradlinigkeit basiert. So bleibt auch beim eVito der Laderaum mit 6 Kubikmetern gleich. Dies gilt für die mittellange Version. In der extra langen Version haben wir ein Ladevolumen von 6,6 Kubikmetern. Im Fahrgastraum sind auch gewohnte Elemente enthalten, wie das Audio 15, welches mit einer Bluetooth-Schnittstelle, Rückfahrkamera oder auch dem Navigationssystem weiterhin für große Funktionalität und Souveränität steht. Ihr fragt euch bestimmt nach den ganzen Artikeln und Videos zur E-Mobilität, warum ihr gerade jetzt einsteigen solltet. Durch diverse Förderprogramme seitens BAFA oder dem Land NRW werden Fahrzeuge wie dieser eVito mit bis zu 10.500 Euro subventioniert. Neben den finanziellen Vorteilen könnt ihr natürlich auch ganz einfach euren ökologischen Fußabdruck verbessern oder einfach mal 10 Jahre keine Kfz-Steuer zahlen müssen. Für weitere Informationen zu allen Förderprogrammen, aber auch zu diesem wunderbaren eVito, findet ihr auf unserer Homepage. Möchten Sie mit Ihrem Unternehmen an unserem EQ Test Drive teilnehmen? Dann bewerben Sie sich auf unserer Homepage.